Herzlich willkommen, Leute, zu unserem ersten Let's Talk. Ja, ein neues Format, das wir uns ausgedacht haben, so als kleine Ergänzung zu unseren Let's Plays. Und zwar werden wir in unseren Let's Talks, auf verschiedene Themen eingehen. Man hört schon Oliver Kahn im Hintergrund, nicht wundern. Heute steht Fußball an der Tagesordnung und wenn wir über Fußball labern, heißt die Sendung Doppelpack, angelehnt an den Sport 1 Doppelpass. Denn unser guter Minky dachte nämlich mal, dass die Sendung Doppelpass Doppelpack heißt. Deshalb dachten wir, ja, guter Name, den übernehmen wir doch gleich. Nicht? Oliver Kahn? Ist richtig. Ja. Und ich bin Jörg von Tocher, der Pet. Und begleitet werde ich vom Minky, der hier heute den lieben Oliver Kahn spielt. Hallo Ja, Olli. ein Oliver Kahn, der ist oft zu Gast in so einer Sendung. Ja, das ist doch nett. Er hat viele Anfragen, Ja, gut ja. machst du das. Die unterbrechen auch nicht den Vontor. Das macht er schon mal sehr gut. Also wirklich sehr realistisch hier. Genau. Ja. Wir werden ein bisschen quatschen über Fußball, Bundesliga, Champions League, Euroleague und die EM stehen auf der Tagesordnung. Beginnen werden wir aber mit der Bundesliga und zwar momentan läuft das Spiel Köln gegen Gladbach. Es ist ja der Spieltag der 14., der Derby-Spieltag eigentlich, denn einmal das Rhein-Derby zwischen Gladbach und Köln, das wie gesagt momentan am Laufen ist und morgen auch noch Schalke 04 gegen BVB. Gladbach führt momentan 3:0 gegen Köln, wäre damit zwischenzeitlich auf Platz 1. Und da gleich mal die erste Frage an Oliver Kahn. Ist das eine Momentaufnahme nur, was der Gladbach zeigt, oder denkst du, sie werden sich langfristig oben etablieren in der Bundesliga, zumindest in der Saison? Ich glaube, dass, also ein Oliver Kahn glaubt, dass von Gladbach diese Saison echt stark ist. Mit Reus über die Außen, das läuft sehr gut. Und ich glaube, dass das diese Saison auch Gladbachs Saison sein wird. Ich mag sogar zu Gladbach behaupten. Saison sein wird, das ist eine Phrase. 3 € ins Phrasenschwein bitte einzahlen, Oliver Kahn. Jetzt. Sternchen ins Phrasenschwein werf, Sternchen. Weiter geht's. Ja, und ich glaube, dass Gladbach nächstes Jahr auf jeden Nächstes Jahr Fall eine Phrase von Oliver Kahn, bitte. Nee, nee, mach jetzt weiter. auf jeden Fall in Europa spielen wird. Ja, auch der Moderator hat hier eine Meinung, ungleich wie im Sport 1 Doppelpass. Ja, ich glaube eigentlich auch, dass sie ziemlich weit vorne landen werden. Sie haben eine gute Mannschaft und sie profitieren einfach davon, dass Reus geblieben ist am Anfang der Saison. Ich denke schon, dass Favre da viel machen kann momentan mit der Mannschaft. Schaut gut aus und ich denke schon, dass sie ähnlich wie Oliver Kahn, dass sie schon mindestens in die Euroleague kommen können. Ich schließe sogar die große Überraschung nicht aus, dass wir sie am Ende sogar vielleicht auf Platz 4 sehen in der Champions League Quali. Kann sein. Auf jeden Fall positive Erscheinungen der Saison. Ja, machen wir mit dem zweiten Derby weiter. Du kannst mich ab und zu unterbrechen, okay? Okay, Dann ist ein nichts Oliver los, Kahn sicher. unterbricht dich auch Ja, gerne. super. Morgen haben wir nämlich das Also wir Derby. haben morgen nämlich Dortmund gegen Schalke auf dem Spielplan. Oh ja. Und ja, das ist Die natürlich, Mutter aller Derbys. ich zittere, so gespannt bin ich da drauf. Ja, wie wir, oder wie ihr wisst, sind wir BVB-Fan. Auch Oliver Kahn ist ein BVB-Fan, ganz klar. Ja, ein Oliver Und Jörg Kahn von ist auf Tocher, der jeden Fall zuvor BVB-Fan. jahrelang Werder-Fan war, ist jetzt auch BVB-Fan. Genau. Ja, wird schwer, vor allem wenn man sich die Ausfälle ansieht, die der BVB zu verkraften hatte. Subotic, jetzt hat sich Bender auch noch verletzt in der Champions League. Götze ist Richtig. noch fragwürdig, aber ich glaube, er kann auflaufen. Ja, Also, kann laufen, ist zumindest wahrscheinlich. genau, die vermutete Aufstellung sieht auch so aus, dass Götze spielt und Leitner ersetzt halt Sven Bender. Und Santana hat logischerweise Subotic. Genau, also so sieht das aus. Sonst bei Schalke fällt keiner aus, die spielen wirklich mit ihrer Bestbesetzung. Top-Mannschaft, mit Huntelaar im Sturm, Draxler über Außen, also. Besonders Huntelaar wird gefährlich. Ich glaube, da braucht auch nur alle. Warte mal, der hat eine Quote von 0,48. Das heißt, jede zweite Chance ist eigentlich ein Tor bei dem. Der hat eine derbe gute Quote, da müssen wir aufpassen. Trotzdem Ja, glaube ich aber aber, dass wir uns letzten Endes durchsetzen werden. Wir sind heimstark und ich glaube nicht, dass der Schalke irgendwas holen wird. wenn Oliver Kahn im Tor stehen würde, dann An wäre sich da nur, natürlich überhaupt kein Problem. nee, aber jetzt mal, um Tipp abgeben zu müssen, ich tippe auf ein 2:0 für den BVB.
Ich knipp auf. Ich knipp. Du knippst. Ich tippe auf. Ich tippe auf ein knappes 20-0. Nee, aber jetzt ehrlich, ich glaube auch, dass es knapp wird. Ja. Aber wobei, Neuer steht nicht mehr im Tor. Ja, und auch Neuer haben wir hier überwunden gegen die Bayern. Richtig. Und die Wand ist also nicht mehr da. Ich schätze, ich sag höher, ich sag ein 3-0. Okay. Müsste hinhauen. Vielleicht 3-1, aber schon drei Tore. Ich hoffe, dass morgen Barrios erstens länger spielen darf und zweitens auch mal eine Bude macht. Weil der Junge verdient sich einfach mal wieder einen längeren Auftritt. In meinen Augen. Also, im Moment sehe ich da Lewandowski. Also, geschätzte Aufstellung. Ja, klar. Ich glaube auch nicht, dass er Barrios von Nein, Anfang an... Nein, würde er leider nicht machen. Vielleicht mit zwei Spitzen nochmal wie in der Champions League. Kann sein. Aber, Champions League kommen wir später drauf. Aber ich glaube eher, dass er nur dann umstellt, wenn er ähnlich wie gegen Arsenal im Rückstand ist. Ja. Was haben wir denn noch am morgigen Spieltag? Ich bin ja gar nicht Moderator, Entschuldigung. Ja. Meine Damen und Herren, aber zunächst machen wir erst Werbung, denn hier auf Sport 1 machen wir alle 5 Minuten Werbung. Nee. Aber auf alle Fälle der Tabellenerste momentan, oder zumindest vor dem Spieltag Tabellenerste, Bayern, die treten an in Mainz, aber erst am Sonntag. Meinst du die Patzen? Nein. Ich glaube nicht. Mainz befindet sich momentan auf Tabellenplatz 15 nur. Das muss man sich mal überlegen. Die waren letztes Jahr Euroleague. Aber gut, die ganzen Guten fehlen, ne? Schürrle, Holtby. Ich hoffe es für die Mainzer, weil die sind mir sympathisch. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die da viel holen. Aber vielleicht gibt es ein Surprise. Ich denke aber nicht. Ich denke auch nicht. Aber du musst mir überlegen, das Spiel gegen Augsburg haben die beiden halt auch nur knapp gewonnen mit 2-1. Ne? Hätten sie sich über einen Unentschieden nicht beschweren können. Wo wir bei Augsburg gerade sind, ich glaube auch, dass die morgen in Wolfsburg wieder nichts holen werden. Nee. Nach dem Spitzenspiel letzte Woche von Wolfsburg werden die auch Augsburg, denke ich mal, ja, das ist ein Trainingsspiel, gehe ich mal von aus. Ja, siehst du, kaum gewinnt Wolfsburg ein Spiel, will Magath keine Spiele mehr kaufen, sondern mal eben einfach die Spiele hier behalten und sogar den Strafenkatalog erhöhen. Ja, wer hätte es anders gedacht, ne? Also war ja klar. Die Tabelle schaut eh momentan aus. Nee, Quatsch, anders. Und zwar wollte ich auf den HSV eingehen. Auf den HSV, dann geh doch auf den HSV ein. Der sich ja seit letzter Woche von den Abstiegsplätzen gekämpft hat. Und richtig, dann auf Platz 14, genau, mit 13 Punkten. Gegen wen spielen denn die Hamburger? Die Hamburger spielen gegen Hannover. Oh. Ja, das wird ein interessantes Spiel. Hannover, starker Beginn, die Bayern auch geschlagen, mittlerweile ein bisschen im Mittelfeld stecken geblieben. 19 Punkte haben sie. Sie können mit einem Sieg theoretisch auf Platz 6, das hieße Euroleague. Wobei natürlich Hamburg im Gegenzug theoretisch auf Platz 11 kommen könnte, ne? Da Köln ja patzt, auf jeden Fall. Also, es ist ganz eng im Mittelfeld im Moment. Oder im unteren Mittelfeld, sagen wir mal so. Ja. Augsburg könnte sich ja rein theoretisch in den nächsten zwei Spieltagen auch wieder rauskämpfen. Das stimmt. Von daher, unten ist keiner sicher momentan. Mhm. Aber ich sag mal so, wenn wir uns jetzt mal die Champions-League-Plätze anschauen, ne? Ich glaube, Bayern, Dortmund, Schalke werden wir auch am Ende auf den Champions-League-Plätzen sehen. Gladbach, wie gesagt, kann sein. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es Leverkusen noch packt. Stehen die dann Siebter? Siebter mit 21 Punkten, 4 Punkte auf dem Champions-League-Plätzen. Ist machbar, Gut, Robin Dutt, neuer Coach, wurde natürlich nicht fürs Punkteholen geholt, aber ich glaube trotzdem, dass er da schon Leverkusen auf die Champions-League-Plätze führt. Und Euroliga warte ich dann eigentlich Gladbach und Bremen. Haben wir Leverkusen morgen gegen Hertha? Sollte machbar sein. Wollte sagen, müsste machbar sein. Wobei viel fehlt da auch nicht, ne? Hertha auf 10 mit 17 Punkten. Aber Stuttgart erwarte ich ehrlich gesagt am Ende nicht auf den internationalen Plätzen. Nee, auf keinen Fall. Die haben es gegen Bremen am Sonntag. Ja. Puh. Man wird das weiß ich gar nicht, für wen ich wäre. Bremen gegen Werder. Wobei Werder ist halt wieder eher an uns dran, ne? Ja. Nach mal gucken. Unentschieden, genau. Klasse, okay, soviel zu dem Spieltag. Ja, Hoffenheim. Ach nee, Quatsch. Eins wollte ich noch sagen. Abstiegsplätze. Folgendes. Momentan haben wir Freiburg, Augsburg als sicheren Absteiger und Nürnberg den Club auf dem Relegationsplatz. Ich glaube zumindest, dass sich an Freiburg und Augsburg am Saisonende nichts ändern wird. Das heißt, die beiden werden absteigen. Direkt. Glaubst du? Ja. Also die beiden Aufsteiger steigen ab? Ja. Augsburg definitiv. Du nicht?
Ja, Freiburg könnte es vielleicht noch schaffen. Aber Den würde ich das Augsburg vielleicht noch steigt in meinen Augen ab. zutrauen. Aber Augsburg hat in der, also hat mich nicht überzeugt, außer gegen die Bayern wirklich. Also da muss ich sagen, Respekt. Also, puh. Nee, die Aber wurden einfach ins sonst. kalte Wasser geworfen. Ich meine, die sind das erste Mal in der ersten Liga. Von daher ist es jetzt auch für die nicht so schlimm, wenn sie direkt wieder absteigen. Von daher. Genau. Ich habe die Befürchtung, dass Mainz vielleicht am Ende auf dem Relegationsplatz landet. Ich hoffe es nicht. Aber. Könnte passieren. Pass auf, Freiburg, jetzt wo du es erwähnt hast, kann sich tatsächlich hochkämpfen. Vielleicht wird Lautern auf dem 17. landen. Ja, wir werden sehen. Also Wir Fakt müssen's. ist, die erwarte ich auch unten, Lautern. Die Saison ist ja auch noch jung, es kann ja noch Ja, einiges ändern. Hamburg wird sich rauskämpfen, das ist für mich klar. Wolfsburg wird da hinten irgendwie hängen bleiben. Köln könnte nochmal abrutschen. Und ansonsten wird sich da, glaube ich, nicht mehr viel tun. Also Mainz, Lautern, Nürnberg, Freiburg, Augsburg sind so die Mannschaften, die sich da unten zanken werden. Um das rettende Ufer. Siehst du als rettende Ufer Relegation oder Platz 15? Eigentlich Platz 15. Muss ich jetzt auch 3 € zahlen fürs Phrasenschwein? Ja. Rettendes Ufer. Okay, hier Phrasenschwein, hast du. So, gehen wir mal auf die Champions League. Mittwoch, Dienstag war es, ja? Die Bayern schon am Mittwoch. Dienstag haben 3-1 gegen Villarreal gewonnen, sind damit durch, souverän als Tabellenerster, aber ich glaube, das war auch nicht anders zu erwarten. Let me take a look, please. Jo. Ich suche, hier sind die. Ja, mit, In der ich, Group A. was mich wirklich im Moment ein bisschen schockiert, ist, dass Neapel auf Platz 2 und Manchester City auf Platz 3 nur ist. Gut, wie Ein er, Spiel ja. hat City noch, wobei das auch gegen München ist. Und ich, ob die Punkte in City liegen lassen werden, weiß ich nicht. Villarreal hätte ich nicht so schwach erwartet. Nur 0 Punkte. Also, dass die da Richtig. wenigstens ein bisschen was holen, hätte ich gedacht. Vor allem, das war eigentlich die Todesgruppe mehr oder minder. Weil du Richtig. hast hier eigentlich ausgeglichene Teams. Gut, City ist vielleicht ähnlich wie Dortmund in der Liga gut, Champions League schlecht, weil denen da die Erfahrung fehlt. Ja, aber ich glaube schon, dass der Napoli noch durchkommen wird mit den Bayern. Ich glaube auch. Ja. Vor allem, weil Neapel ja eben gegen Villarreal spielt. Richtig. Und die Bayern Und werden gegen City nicht patzen. nee, ich Glaube ich glaube. nicht. Dann gehen wir einfach in die nächste Gruppe, Gruppe E. Ja, Leverkusen. Leverkusen ist der Kuh gelungen. Sie haben Chelsea London mit 2:1 besiegt, obwohl Chelsea in Führung gegangen ist durch Didier Drogba. Ausgleich fiel durch Aaron Dadiok und in der Nachspielzeit hat Manuel Friedrich noch das 2:1 gemacht für Leverkusen. Richtig, also wer hätte das Ja, gedacht? da musst du mal Sie überlegen, die sind in der Gruppe mit Chelsea und Valencia Tabellenerster. springen auf Platz 1 und haben im letzten Spiel auch nur in Anführungsstrichen Genk vor Ja. sich. Das ist ein machbares Spiel und mit 12 Punkten wären sie dann sicher. Also das geht einfach am letzten Spieltag jetzt. Und Valencia und Chelsea Ja. streiten sich jetzt um den Pass Einzug. auf, es war ein bisschen kontrovers diskutiert. Leverkusen hat 9 Punkte, Chelsea und Valencia jeweils 8. Jetzt musst du dir überlegen. Chelsea und Valencia spielen unentschieden, haben dann 9 wie Leverkusen und Leverkusen verliert gegen Genk. So, Leverkusen hat den direkten Vergleich gegen Chelsea verloren, ebenso wie gegen Valencia. Das heißt, eigentlich sind sie nicht sicher weiter, aber sie sind trotzdem sicher weiter und das haben Beckenbauer und Johannes Bekerner auch nicht verstanden. Am Mittwoch in der Champions League, weil es dann eine interne Gruppe gibt. Das heißt, Genk wird ausgeschlossen zwischen Leverkusen, Chelsea, Valencia. Und in dieser internen Gruppe hat Leverkusen mehr Punkte als die anderen beiden, deshalb werden sie weiter. Obwohl sie den Aha. direkten Vergleich verloren haben. Ich finde es schwachsinnig, es ist aber so. Fakt ist, Leverkusen ist jetzt schon 1000%ig im Achtelfinale. Richtig. Da kann nichts mehr passieren. Ist die Sache auch geklärt. Ja, und dann geht Und es nun schon in Gruppe Gruppe F. F. Du kannst gerne anfangen. Ist ein bisschen Ja, nicht so es ist leicht. traurig, es ist traurig. Ja, Arsenal auf 1 mit 11 Punkten sind damit sicher durch. Olympique Marseille mit 7 Punkten. Olympiakos Piräus mit 6 Punkten. Und Dortmund leider auf Platz 4 mit 4 Punkten. Denn Piräus hat in Marseille gewonnen. Ja. Hätte nicht mitgerechnet, ehrlich Und wir gesagt. haben es nicht genutzt, denn wenn wir gewonnen hätten, hätten wir 7 Punkte wie Marseille und hätten sie das nächste Mal einfach nur schlagen müssen, um Richtig. weiterzukommen. Jetzt haben wir zwar immer noch die Chance, aber wir müssen halt Marseille, um im direkten Vergleich zu gewinnen, 4:0 schlagen, beziehungsweise 4:0 gewinnen, weil wir im Hinspiel 3:0 verloren haben. Und gleichzeitig müssen wir auf Arsenal hoffen, Ja. dass Piräus, also wir müssen generell im nächsten Spiel auf Arsenal hoffen, dass wir wenigstens in die Euroleague noch rutschen.
Das wäre schon mal was. Soll ich dir ganz ehrlich meine Meinung sagen? Ja. Ich hoffe sehr, dass es klappt. Zumindest kurze Wenigstens die Zeit. Ja, Euroleague. ich glaube es aber nicht. Ich glaube es deswegen nicht, weil Arsenal gegen Piraeus patzen wird. Die gewinnen schon, und ich glaube nicht, dass wir mehr als ein Unentschieden schaffen. Ich glaube, es wird 1-1 irgendwie ausgehen. Vor allem, weil in der Bundesliga töten wir Bayern und hier patzen wir gegen Piräus. Ich glaube, es wird ein Unentschieden gegen Marseille. Tipp auf ein 1-1, weil in der Champions League machen wir nicht viele Buden. Nee, das stimmt. Vier Dinger in 5 Spielen momentan. Weil dann nutzen wir die Chance nicht und das wird eben international bestraft. Ist so. Genau. Ja, dann hoffe ich, wie gesagt, dass es doch noch auf Platz 3 genügt, aber schon nicht so aus. Ich glaube auch nicht. Leider Aber nicht. wir können jetzt mal dezent in die Euroleague springen. Jo. Unser Ziel quasi. Und wir haben in Gruppe B Hannover 96, Die die Gulasch. momentan punktgleich mit Standard Lüttich auf Platz 2 momentan Mit 8 Punkten. sich befinden, genau. Aber es sind noch 2 Spieltage. Und es geht auch am 30. jetzt, in 5 Tagen gegen Standard Lüttich. Ja, wenn man gewinnt, kann man Platz 1 klar machen und es weiterkommen. Richtig. Aber rein, also wenn die gewinnen, sind sie weiter. Denn Kopenhagen mit 4 Punkten auf Platz 3. Oder sind sie doch nicht? Nee, da habe ich einen Denkfehler gemacht. Nee, okay. No comment. Okay, nee, pass auf. Wir sind, wir sage ich schon. Hannover ist aber so oder so weiter, weil du musst dir überlegen, Lüttich. Nee, Quatsch, weiter sind sie noch nicht, aber im nächsten Spiel hat Hannover Forsklar vor sich, den Tabellenletzten mit nur einem Punkt und ich glaube, dass die da was holen werden. Ich denke auch. Und daher würde das eigentlich schon das Weiterkommen besiegeln, weil überleg dir mal, Kopenhagen gewinnt jetzt, Hannover verliert, dann sind 7 Punkte, die Kopenhagen hat, Hannover gewinnt dann im nächsten Spiel, hat 11 Punkte und das genügt einfach. Wir brauchen sie Genau. nicht. Also können wir auch sagen, dass Hannover die nächste Runde der Euroleague auf jeden Fall erreichen wird. Ja. Und nun kommen wir zu unserem Liebling. Herne West ist in Gruppe J. J. Genau, und stehen auch momentan sehr gut da, Ja. mit 8 Punkten auf Platz 1 vor Maccabi Maccabi Haifa. Haifa, ja, und der auch Bukarest. Und es geht im nächsten Spiel gegen Bukarest, die 5 Punkte haben. Also wenn Schalke da verliert, wär's scheiße. Ja, das wäre scheiße, 0-4, ne? Ja. Und ja, aber ich denke, dass auch Schalke in die nächste Runde einziehen wird. Denke ich auch. Was haben wir Gut, denn da? Haifa wird Lanaka schon besiegen. Ja, also Schalke kann theoretisch die Tabellenführung abgeben, aber im letzten Spiel hat Schalke Haifa vor sich und die werden sie schon besiegen, oder? Ich meine, wer ist Ja, ein Haifa? wobei der Patzer gegen Lanaka, ne? Ja, 0-0. Mit dem 0-0, Und noch zu also Hause, ne? Das muss man sich mal geben. da muss man sich schon noch fragen. Ja. Was haben wir denn noch? Ja, das war's auch. Also wie gesagt, meine Meinung ist, Schalke kommt auf jeden Fall in die nächste Runde. Ich würde noch mal gerne kurz auf die Champions League, Ja, weil lieben mir gerne. da was aufgefallen ist. Gruppe G. Gruppe G, ich Ja. switche mal kurz und bin da. Da gibt es einen kleinen Surprise auf Platz 1. Denn in Apoel der, genau, FC. Apoel FC, ich weiß nicht mehr, aus welchem Land die kommen, die sind in der Gruppe mit Zenit St. Petersburg, dem FC Porto und Schachtar Donetsk. Und Porto ist nur auf dem 3. Platz und Apoel ist Tabellenerster und sie sind weiter. Jetzt schon. Das ist krass. Wobei sind sie das? Hä? Wenn die Ja, gegen sind sie Zenit St. definitiv, haben sie bei Petersburg Sat.1 gesagt, verlieren? weil sie den direkten Vergleich gewonnen haben. Nee, aber Moment mal. Wenn die gegen Zenit St. Petersburg verlieren, hat Zenit 11 Punkte. Und wenn Porto Aber sie haben gewinnt. den direkten Vergleich gegen Porto gewonnen. Ja, was heißt ja nicht, dass die, wenn die gar keinen Punkt mehr holen, Ja. dann ist Porto durch mit 10 Punkten. Porto hat Und zehn? Zenit St. Petersburg Nee, mit 11. Porto 7, Tatsache. Gegen wen spielt denn Porto? Aber Porto spielt gegen Zenit. Ja, das Im heißt ja letzten nichts, aber Spiel. wenn, ach so, ja doch, das heißt doch was. Ja, dann sind sie wirklich sicher Sind durch. sie durch. Gut, Gruppe H, gibt es keine Überraschung. Barcelona, Milan, durch. Warte mal, Gruppe B, Inter Ja. Mailand. Und Trabzonspor, aber Lille und Moskau können noch auf Platz 2. Trabzonspor mit 6 Punkten in der Tabellenspote momentan. Lille und Moskau mit jeweils 5. Gruppe C ist auch ein bisschen überraschend, denn Benfica führt mit 9 Punkten vor Manchester United, die allerdings aber auch 9 Punkte haben. Genau, die Tordifferenz ist nur, nee. Nee, nee, direkter Vergleich, ja. Direkter Vergleich, Ja. genau. Basel kann es noch packen. Ja. Gruppe D, Und Real Madrid. Ich glaube momentan das einzige Team, das alle Spiele gewonnen hat. hui. Hui.
Und das manchmal nicht zu knapp, ne? Mit dem 6 Nicht zu wirklich. 2 gegen Dynamo Ja. Zagreb. Ajax und Lyon streiten sich um Platz 2. Momentan hat die besseren Karten Ajax Amsterdam. Mit 8 Punkten vor Olympiakos. Ja, Olympiakos. Scheiße. Euch gefällt, ne? Olympik meine ich Ja. natürlich. Hab ich jetzt. Olympiakos Lyon. Ja, das war ein Ach Weg zu mir ja. in der Champions League. Naja. Ganz anderes Thema, weg vom Vereinsfußball hin zur Nationalmannschaftsfußball, auch wenn sich's komisch anhört. Ist aber so. Und zwo, nicht zwar, sondern und zwo. Und zwo haben wir am 2. Dezember die Auslosung zur EM in Polen und der Ukraine. Ukraine, bitte. So. Ukraine. Da muss mich Oliver Kahn natürlich korrigieren, den Moderator, ne, ist klar. Richtig. Also, so viel Zeit muss sein. Ja, Und immer, was? wir wissen natürlich, dass Polen, die Ukraine, Spanien und Niederlande gesetzt sind als Gruppenführer, sage ich einfach Die mal. Top 1, ja. Spanien und Genau. Holland halt eben in der Weltrangliste leider vor Deutschland, die sich auf dem 3. Platz befinden und somit automatisch in Top 2 sind. Richtig. Und somit haben wir natürlich das Pech eventuell, dass wir mit Spanien oder Holland sofort in die Gruppe kommen. Ja, nenn mal das Worst-Case-Szenario. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, genau. Das wären Spanien halt in Top 1, Deutschland in Top 2, Portugal in Top 3, ja, und Frankreich in Top 4. Ja, das könnte die Todesgruppe werden. Genau. Wobei hingegen wir tatsächlich auch Glück haben könnten mit Polen zum Beispiel. Ja. Dann wir Deutschland halt in Top 2, Griechenland und Irland oder Tschechien. Also das wäre, da könnten wir locker eigentlich mit durchkommen, wobei wir natürlich auch in der Worst-Case-Gruppe durchkommen können, wenn wir uns nicht doof anstellen. Wir können uns ja ein Patzer gegen Spanien erlauben, rein Ja, theoretisch. aber Fakt ist, es wird diese Todesgruppe geben, denn in Top 2 sind Deutschland, Italien, England und Russland. Ja, und Es das wird eine heißt schon Todesgruppe einiges. geben, ja. Ich glaube aber, dass wir trotz Todesgruppe, wenn es dazu kommen sollte, durchkommen und ich sehe uns auch neben Spanien als die Favoriten für die EM und ich glaube, dass wir mittlerweile besser sind als Spanien. Die Mannschaft hat sich entwickelt, wir haben noch mehr Talente, Löw hat eigentlich ein totales Luxusproblem, der kann sich ja aussuchen, was er will, wen er da aufstellt. Er Und ich kann sich denke, eigentlich das System auch voll ja. aussuchen, wenn er es wollen würde. Und ich prophezeie eigentlich einen deutlichen EM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Zeit Wenn wir wird's und ich glaube, wir nichts sind auch soweit. falsch machen. Es kann ja sein, dass wieder hier Lampenfieber, ne? Glaube ich aber nicht. Deutschland ist eine Turniermannschaft und ich denke, dass wir Sieger sein werden und ich glaube, wenn wir nicht schon vorher auf sie treffen werden, wird es wieder ein Finale zwischen Deutschland und Spanien. Ja, ich glaube auch. Und wir müssen Also. natürlich ein bisschen auf die Italiener aufpassen, weil es ist nicht unsere Lieblingsmannschaft. Wir haben bislang kein Pflichtspiel gegen die Italiener gewonnen. Das muss man sich auch mal geben. Das ist wenig. Das ist wenig, aber ich glaube, dass die Italiener mittlerweile auch nicht das Potenzial haben wie noch zu Zeiten der WM 2006, wobei sie da schon innig das beste Team waren in meinen Augen. Richtig, da waren wir einfach nur doof, dass wir in den letzten Minuten einfach zwei Dinger gekriegt haben. Oh ja. Gut, die Das war schon sonstigen schlimm. Top-Mannschaften. Frankreich ist sehr schwach geworden. Ich erwarte von denen wenig. Du? Ich schalte mich da raus, ich kenne die Mannschaft nicht. Tut mir Frankreich leid. wird mit Glück die Gruppenphase überstehen. Huch. Portugal, ja klar, gehört immer zum engeren Kreis, aber die werden auch keine Rolle spielen, was den Titel angeht. Wobei ich eventuell sogar glaube, dass die Ukraine tatsächlich für Überraschung gut ist. Ja, ein Haben sie gegen Gastgeber. Deutschlands bewiesen. Ein Gastgeber wird sich schon da aus der Gruppe schleichen, glaube ich. Und ich möchte sogar behaupten, dass die Ukraine mit, sagen wir ruhig, mit viel Glück bis ins Halbfinale ziehen könnte. Mit den richtigen, der richtigen Losung, sage ich einfach mal, Ja. also mit den richtigen Gruppengegnern und also dann Viertelfinalgegner. Doch halte ich für möglich. Ist möglich, ja. Dann vielleicht sogar ein schweres Spiel für Deutschland. Wir haben uns ja schon. Ja gut, aber der Yogi hat auch ein bisschen experimentiert. Ja, natürlich, aber trotzdem, das ist immer Turnier und Freundschaftsspiel ist immer so eine Sache. Ja. Natürlich auch von uns gesehen. Aber irgendwie auch im eigenen Land, wir haben es ja selber bei der WM miterlebt, das könnte schon spannend werden. Oder wie Belaheti sagen würde, Yogi Love, ne? Yogi Ja, hat Love. er bei der EM 2008 gemacht. Jedenfalls, die sonstigen Top-Mannschaften jetzt. Italien. Glaube ich nicht. Die können ins Halbfinale kommen, aber mehr werden sie nicht packen.
Gebe ich dir recht. Also das machen die nicht. Ich meine, England, Finale ist für mich ja. eh Spanien, Deutschland. Wenn sie nicht vorher Spätestens. aufeinander treffen, ja. Wenn ich, also eigentlich, wenn ich mir das jetzt so angucke, es ist schwer. Es ist sehr schwer, wenn du siehst, so, du hast die Niederlande, du hast Deutschland, du hast Spanien, du hast, was soll ich sagen, England, du hast Portugal. Das heißt, das ist jetzt wie bei der EM 2, was weiß ich, 2-8, dass es da auch schon im Viertelfinale gegen Portugal gehen kann, Oh ja. was schon sehr schwer war und auch immer noch schwer ist. Aber machbar. Aber du weißt, was ich meine. So diese schweren Spiele halt sofort folgend. Könnte passieren. Pass auf, England. Die spielen immer noch ihren alten Kick-and-Rush-Fußball. Damit kommen sie nicht weit, aber sie checken es einfach auf der Insel nicht. Von daher rechne ich auch nicht mit England. Ganz ehrlich nicht. Auch wenn sie jetzt Spanien geschlagen haben in einem Freundschaftsspiel. England wird es nicht packen. Die Russen, da muss man ein bisschen aufpassen. Die sind immer für Überraschungen Die gut. sind unberechenbar und die sind bei der EM 2008 ins Halbfinale gekommen. Hätte auch keiner mit gerechnet. Nee, die sind nur an Spanien gescheitert. Wie wir. Ja. Gut, Spanien habe ich ja erwähnt. Früher oder später werden wir auch sie treffen, glaube ich. Wenn nicht sogar in der Gruppe. Ja. Und was mit den Käsköpfen ist, unseren lieben Nachbarn, Oranje, die Wobei man Wohnwagenkolonie aus Holland. da sagen muss, die können sich nicht rausreden, dass sie das Spiel gegen uns verloren haben. Ich meine, nur weil jetzt Robben fehlte. Hallo, Schweinsteiger hat auch gefehlt. Richtig. Und das, ich finde, da können sie sich nicht Nö, rausreden. absolut gar nicht. Also, das wird auch so bei der Ja. WM enden, sollte es zu dem Spiel kommen. Also wie gesagt, ich rechne mit Deutschland, Spanien. Surprise gibt's immer und da könntest du mit der Ukraine ein Recht haben. Denn nochmal so eine Überraschung wie 2004 traue ich, denke ich, nicht zu. Nee, auf keinen Fall. Die haben eh kein Geld. Die können die ganzen gar nicht zahlen. Richtig, die kommen wahrscheinlich gar nicht zur EM an. Richtig, die laufen von Ja. Griechenland. Die laufen 5 Monate vorher los. Die sind schon unterwegs. Irland traue ich es ehrlich gesagt auch nicht so, obwohl sie vielleicht noch Giovanni Trapattoni mit dabei haben werden. The cat is in the sack. Ne? Richtig. Aber der kann schon aus der Gruppe kommen, wenn er Glück hat. Ja, das ja. Also das traue ich eigentlich Klar. jeder Mannschaft hier zu, ehrlich gesagt. Mit seiner cat in the sack. Dann sagt er auch Außer nach dem Griechenland. zweiten Spielen mit 6 Punkten, the cat is in the sack. Lass mich mal kurz schauen. Wer kommt auf jeden Fall nicht aus der Gruppe raus? Das wäre Dänemark. Na, die Dänen darfst du überhaupt nicht unterschätzen. Die haben eine Ich starke glaube, Mannschaft. also ich bleibe dabei. Dänemark kommt nicht aus der Gruppe. Komm, das schreibe ich mir auf. Okay. Und dann werden wir sehen im Sommer. Ja, bis dahin habe ich den Zettel eh nicht. Ich auch nicht. Dänemark fliegt auf jeden Fall Okay. in der Gruppenphase. Griechenland fliegt auch. Die Griechen. Wen haben wir noch? Warte, ich texte Boah, gerade meinen Kopf hier. jetzt wird schon schwer. Polen wird auch nicht weiterkommen. Auch wenn sie zu Hause Du spielen. sagst Griechenland, warte, Polen wäre noch, Dänemark. Dänemark, der kommt noch nicht raus. Schweden kommt auch nicht. Schweden. Noch Und jemand? Tschechien wird auch nicht weiterkommen. Tschechien. Das sind jetzt 1, Fünf. 2, 3, 4, 5. Ich brauche noch 3. Puh. Puh, puh, puh. Das ist jetzt wirklich schwer. Mann, Frankreich wird nicht weiterkommen. Okay. Frankreich. Alter Schwede. Noch zwei. Ja, hätt's mich nicht. Kroatien. Okay. Kroatien. Boah. Ich möchte Russland nicht unterschätzen. Aber du sagst Russland? Nein. Boah, das ist jetzt mies. Dann sage ich Irland. Okay. Das sind meine 8. So, warte mal, notieren mal eben. Link. Ich hab's. So, dann hau du mal raus, Ja. was du glaubst. Okay. Irland. Irland. Dann mache ich weiter mit den Tschechen. Ich gehe Tschechien. mal halt jeden Topf so durch. Tschechien, so. Dänemark wird durchkommen in meinen Augen. Frankreich lasse ich nochmal stehen. Okay, die Griechen nicht. Also Griechenland Griechenland. fällt auch weg. Wie gesagt, eine Todesgruppe wird es geben. Deshalb glaube ich, dass die Engländer fliegen. England. Ja. Das Mutterland des Fußballs. Ansonsten die Polen. Polen. Jetzt wird es langsam schwer. Ich habe fünf, ne? Frankreich vielleicht?
Ich wollte gerade sagen, ja, die Franzosen dürfen nach Frankreich. Hause fahren. Zwo Die noch. Griechen laufen nach Hause. Ja. Schweden, Kroatien, ist jetzt schwer. Aber dann rechne ich doch eher mit den Kroaten. Schweden fliegt. Schweden. So, einen brauche ich noch. Dänen oder Kroaten? Dann eher Kroatien. Kroatien. Dann können wir sagen, ähneln wir uns ja eigentlich in Was für jedem einen bis auf England. Unterschied haben wir bis auf England und du hast das gesagt, Dänemark. Dänemark. Genau. Das ist doch eigentlich, war schon mal fast einer Meinung. Ja. Ja gut, aber viel Spielraum gibt es doch nicht. Weil es werden kaum Oder nicht Spanien, so dann viel. Deutschland, Italien, England auf einmal fliegen. Glaubst du nicht? Ach doch. Also, was glaubt ihr denn, wer fliegt? Genau, würde uns interessieren. Genauso wie uns, wir kommen ja eh langsam zum Schluss, ihr Ja. merkt das vielleicht, genauso wie es uns interessieren wird, was ihr glaubt, wie es denn in der Bundesliga am Ende der Saison aussehen Genau. wird. Nicht nur wer Meister wird, sondern wer belegt die Champions League-Plätze? Wer ist in der Euroleague und wer steigt ab? Genau. Und was uns natürlich auch brennend interessiert, ist, wer gewinnt die Euroleague bzw. die Champions Und League? glaubt ihr noch an den BVB, dass sie weiterkommen? Und zu guter Letzt, eine habe ich noch. Wie weit kommen unsere deutschen Teams? Es ist ja jetzt momentan eh nur eine Gefühlsfrage im Bauch. Wir wissen ja gar nicht, wie die Auslosungen jetzt stattfinden. Also wenn natürlich, dann hast du auf einmal Menü vor dir, ja, das kannst du ja nicht riechen, ne? Also das ist ja eine Gefühlsfrage. Es würde uns einfach interessieren, was ihr glaubt. Wir sind ja immer auf die Meinung, auf der Meinung, auf die andere interessiert. An der Meinung, das wollte ich sagen. An der Meinung anderer, so geht das. Interessiert und es würde uns einfach interessieren, wie ihr denkt. Das würde jetzt viele interessieren, ja. Ja, das war's, mehr wollte ich nicht sagen. Gut. Ich Damit bin auch würde nicht ich... Was? Mutter. Genau. Du hast meinen Job eigentlich jetzt übernommen. Schäm dich. Ja, Leute. Das war's für den ersten Doppelpack. Wir brauchen aber noch einen Sponsor, ne? Die haben jetzt Kia beim Doppelpass. Wir brauchen jetzt einen Sponsor. Ja, wann nehmen wir denn? Nehmen wir die, ist hier zufällig ein Werbebanner gerade, die Sanicare Apotheke. Ich frag mal an. Ja, frag mal. Also vielleicht wollen die ja. Finanzieren die uns ein bisschen? Und wollen sie? Nee. Okay. Aber ich habe einen Sponsor gefunden. LP Nexus LP sponsert uns. Richtig, ach ja, der hätte ich auch fragen können. Ja. Richtig, LP Nexus LP sponsert uns und bietet uns sogar eine Plattform für unseren Doppelpack. Namens YouTube. Noch nie gehört. Richtig, verstehe ich auch Ja. nicht. Wo wir unseren Doppelpack Aber. online bringen dürfen. Aber jetzt mal hier ernsthaft, Leute. Das war unsere erste Ausgabe. Schreibt, wie es euch gefallen hat. Schreibt eure Meinungen dazu. Wir sehen uns beim nächsten Talk wieder, wenn es heißt, willkommen beim Doppelpack. Ciao. Tschüss.